Was? Wie jetzt? Ich? Und wieso sollte ich aufs berufliche Gymnasium gehen? Du willst keine weitere Fremdsprache mehr lernen? Musst du auch nicht, wenn du schon 4 Jahre eine Fremdsprache hattest. Du hast keine Lust auf Turbo-Abi? Kein Problem, hier hast du die Möglichkeit, G9 zu machen. Du hast Angst vor dem Deutsch-Abi? Je nach Kombination kannst du das Deutsch-Abi umgehen. Du hast Angst, dass du nicht mit dem Stoff hinterherkommst? Kein Problem, die 11. Klasse bringt dich auf den gleichen Stand wie die anderen. Du hast Angst, dass das berufliche Gymnasium nicht gleich viel wert ist wie ein Abitur an einem allgemeinbildenden Gymnasium? Du hast genau die gleichen Möglichkeiten wie jeder andere Abiturient. Am Ende steht die allgemeine Hochschulreife. Du willst Fächer, die deinen Neigungen entsprechen? Dann such dir ein Profil aus, das deinen Neigungen entspricht. Das klingt nicht übel. Naturwissenschaften mag ich eigentlich. Gibt's da was für mich? Ja, gibt es. Das Biotechnologische Gymnasium. Okay, und was kann ich später mal damit anfangen? Hören wir dazu Dr. der Medizin Frau Drache vom renommierten Labor Dr. Gärtner. Guten Abend, Frau Dr. Drache. Wir befinden uns hier bei Ihnen im Labor Dr. Gärtner in Ravensburg, in dem Sie als Fachärztin für Labormedizin und Blutgerinnung tätig sind. Können Sie uns einen kleinen Überblick über Ihr Unternehmen geben? Also wir sind das älteste medizinische Privatlabor in Deutschland seit 65 Jahren und ein bekannter Arbeitgeber in der Region. Wir beschäftigen 400 Mitarbeiter, davon 30 Akademiker und Ärzte, versorgen Krankenhäuser und niedergelassene Arztpraxen mit Labordiagnostik. Wir führen neben der sogenannten Routinediagnostik auch Spezialuntersuchungen aus allen Bereichen der Labormedizin durch. Welche Möglichkeiten hat man nach dem Abitur bei Ihnen im Unternehmen? Nach dem Abitur kann ein Studium der Humanmedizin absolviert werden und nach dem Abschluss eine Facharztausbildung zum Laborarzt oder Mikrobiologen. Darüber hinaus können alle naturwissenschaftlichen Studiengänge aus dem Bereich Chemie, Biologie und natürlich auch Biotechnologie eingeschlagen werden. Welche Vorteile hat es hier, wenn der Absolvent des biotechnologischen Gymnasiums bereits theoretische, aber auch praktische Erfahrung im Bereich der Biotechnologie gesammelt hat? Biotechnologie ist generell eine sehr gute Vorbereitung für eine naturwissenschaftliche Laufbahn, zum Beispiel in den Fachgebieten Biologie, Chemie, Medizin, Molekulargenetik, in Firmen oder auch in der Forschung. Vielen Dank, Frau Dr. Drache, dass Sie sich die Zeit für uns, das biotechnologische Gymnasium, genommen haben. Na gut, aber Biotechnologie, das klingt mir irgendwie ein bisschen zu abgefahren. Diese Sorgen kann dir am besten unsere Profilfachlehrerin Frau Henrich nehmen. Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach das Wort Technologie in Biotechnologie? Technologie, damit sind eigentlich Verfahren oder Methoden gemeint, hat jetzt weniger was mit Technik zu tun, sondern versucht eben bestimmte Methoden kennenzulernen, zu erarbeiten, mit denen man aus lebenden Organismen, deswegen Bio, bestimmte Stoffe herstellen kann. Ganz alte biotechnologische Verfahren oder Methoden sind eben die Käseherstellung, die Weinherstellung. Das sind schon seit Jahrtausenden bekannt. Heutzutage weitet man das eben aus, dass man eben nicht nur Käse herstellt oder Wein, sondern dass man diese Mikroorganismen auch nutzt, um zum Beispiel Medikamente herzustellen. Also der Großteil des Insulins zum Beispiel wird jetzt über Bakterien hergestellt, das die Diabetiker eben dringend brauchen. Früher hat man das eben nicht machen können, da mussten so Rinde- oder Schweineinsulin zum Beispiel sich spritzen. Und welchen Unterschied gibt es Ihrer Meinung nach zwischen dem Fach Biotechnologie und dem normalen Fach Biologie? Ja, also das Fach Biologie, das ist ja sonst immer 2-stündig angeboten. Das ist natürlich nur sehr oberflächlich. In 2 Stunden kann man natürlich nicht so viel machen wie in einem 6-stündigen Fach. Also das ist schon was für naturwissenschaftlich Interessierte besser geeignet. Es ist auch das modernere oder es ist die modernere Version der Biologie, weil viele moderne Fachbereiche in dem Fach Biotechnologie abgedeckt werden. Also Mikrobiologie, Gentechnologie, Molekularbiologie. Das sind so die modernen Fachbereiche, die auch zukunftsträchtig letztendlich sind und die werden da. Und welche Möglichkeiten haben Sie dank des S1-Labors? Können Sie irgendwelche Beispiele oder Versuche nennen? Ja, also S1-Versuch oder Labor bedeutet, dass man mit gentechnisch veränderten Organismen arbeiten dürfen und sie selber auch herstellen dürfen.
Das ist so ein großer Versuch im zweiten Schuljahr, den wir durchführen. Da werden wir an einem Modellversuch Bakterien gentechnisch verändern und die dann auch einen Stoff produzieren lassen. In der Eingangsklasse wird man die grundlegenden Arbeiten kennenlernen, wie man mit Bakterien eben zu arbeiten hat, welche, damit man eben steril arbeitet und keine Unfälle passieren, dass man die Bakterien nicht nach außen bringt oder sich damit schädigt. Da kann man als Beispiel vielleicht nennen, dass man so Abklatschversuche erstmal macht, von den Händen, von Computertastaturen, vom Treppengelände und so weiter. Oder dass man verschiedene Lebensmittel untersucht, wie stark die keimbelastet sind oder nicht, oder Trinkwasser oder Milch. Das sind auch sehr schöne Versuche. Und was man auch schön machen kann, ist dann eben mehr die molekularbiologische Seite, wo man so Gentests macht oder einen genetischen Fingerabdruck. Also im Prinzip das, was die Kriminalpolizei macht, wenn sie jetzt einen bestimmten Täter sucht, wie geht sie vor, also dass man dieses Verfahren kennenlernt. Okay, und welche Zukunftschancen sehen Sie in der Biotechnologie? Ja, also ich sehe das schon als sehr zukunftsträchtig. Meiner Meinung nach ist die Biologie und die Biotechnologie schon auch so die Wissenschaft des 21. Jahrhunderts. Im letzten Jahrhundert war eben die Chemie so der Vorreiter, davor war die Physik und die Mathematik sehr wichtig. Und meiner Meinung nach geht es jetzt schon in diese biotechnologische Richtung, dass man viele Produkte nicht mehr chemisch herstellt, sondern versucht, die auf biologischem Wege herzustellen. Also, mich hat's Profil überzeugt. Ja, aber warum sollten wir denn ausgerechnet das BTG an der Justus von Liebig-Schule besuchen? In der Mittagspause oder nach der Schule bietet der Bodensee in Überling tolle Möglichkeiten und eine kulinarische Vielfalt für zwischendurch. Jede Pause endet einmal, also schnell zurück. Zukunftsweisend, vertrauensvoll und kompetent. So lautet das Motto der Justus von Liebig Schule. Hier lernen motivierte Schüler und engagierte Lehrer Hand in Hand. Als Schüler kann man sich in dieser kleinen Schule einfach nur wohlfühlen. Und egal, was die Zukunft bereithält, hier findet man Freunde fürs Leben. Die SMV kümmert sich um Projekte und neue Ideen. Sie setzt sich aktiv für die Sorgen und Wünsche eurer Schüler ein. Jeder ist für den anderen da. Das BTG hat gerade Praktikum. Und wenn es mit der Biotechnologie nicht so gut läuft? Stehen dir dank allgemeinem Abitur noch alle Türen offen? Also, wir sind überzeugt. Wenn auch dein Interesse geweckt wurde, dann schau auf der Homepage der Justus von Liebig-Schule vorbei. Oder melde dich gleich im Sekretariat an. Die Sekretärin Frau Behling findest du im ersten Stock der Justus von Liebig-Schule im Karl-Benz-Weg 35 in Überlingen. Oder du nutzt den Infotag am 7. Februar 2015, um dich über das BTG oder alle anderen Profile zu informieren.